Andreas, bist du heute Mittagessen da? Ich muss los. Soll ich nicht doch lieber mitkommen? Der Tobias hilft mir, danke. Mama, da wurde ein Schaf gerissen. Hier. Gott, das schaut ja furchtbar aus. Der Bär? Schaut ganz danach aus, ja? Ein Bär. Vor 2 Wochen hat er oben bei den Meißner schon eins gerissen. Ja, aber ich dachte, er bleibt oben in den Bergen und kommt nicht runter zu uns. Früher ist der viel Bären gegeben. Nach dem Krieg. Es gibt eine Bärenexpertin von der Uni Wien, die sich extra drum kümmert. Ja, da brauchen wir wohl einen neuen Zaun, ha? Wässern. Gut, dann werden wir einen machen. Du sag mal, wegen den Kindern, kann ich die überhaupt noch allein zur Schule schicken? Du machst dir keine Sorgen. Entschuldige, ich wollte eigentlich vor dir da sein. Kein Problem. Und? Wie geht's dir? Beschissen. Danke, dass du da bist. Ist doch klar, oder? Willst du jetzt hin mit den ganzen Sachen? In die Scheune zu Emily. Und du? Was ist dir vor? Bleibst du in Ramsau? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gib dir noch ein bisschen Zeit. Ich muss. Ich dreh durch, wenn ich nicht anfange. Toni, was gibt's? Was? Ist der Michael schon unterwegs? Und was ist mit der Bea? Die hat doch die ganze Woche die Fortbildung. Gut, dann kommst du mit. Nee, ja klar. Ich bin unterwegs, bis gleich. Da sitzt eine Frau in der ewigen Wand fest. Zum Heliport? Ja. Schaut mal her! Scheiße! Hilfe! Oh Gott! Ich kann mich nicht mehr halten! Ganz ruhig, nicht bewegen! Ich rutsche ab!
gehst da drüben runter. Und du? Nimm den direkten Weg. Ganz ruhig! Ich kann mich nicht mehr halten! Hilfe! Okay, ganz ruhig. Ich bin gleich da. Toni, brauch 15 Meter Schlappseil. 15 Meter! 15 Meter! Gut! Ganz ruhig! Schneller! Du hast 15 Meter! Schnell! Das ist aber ein ziemlicher Wahnsinn! Das glaube ich ja nicht. Die Susanne Tiefenseer. Wie schaust denn du aus? Warst du aber lange nicht mehr daheim, hä? Bist du länger da? Seit ein paar Tagen. Setz dich. So, jetzt lass mal schauen. Was hast du eigentlich alleine unten gemacht? Ich bin abgerutscht und dann ist mir noch das Seil gerissen. Das ist starke Schmerzen. Es geht. Okay, hier oben können wir wenig für dich machen. Wir fliegen hier runter ins Krankenhaus. Okay. Okay. Setz dich doch schon mal dahin. Ich schau nach der Ärzte. Reizvoll ist die Stelle schon. Und Salzburg ist auch nicht so schlecht. Entschuldigung, haben Sie einen Augenblick für mich Zeit? Ja, gleich. Ich sag dir Bescheid, ja. Salzburg? Ja, ich habe ein Angebot aus Salzburg. Chefärztin in der Notaufnahme. Gratulation. Ja, das ist super. Klingt aber nicht sehr überzeugt. Was ist eigentlich mit Ihnen? Bleiben Sie in Ramsau? Ich weiß es noch nicht. Wollen Sie eine neutrale Meinung? Ich habe eine Patientin da vorne. Ist es schlimm? Es geht so. Okay, 2 Minuten, ja? Danke. So, die Ärztin kommt gleich. Danke. Was ist das denn? Kamerafallen für Wildtiere. Dann bist du die Bärenexpertin aus Wien? Ja. Bist vor 20 Jahren weggegangen und kommst als große Bärenexpertin wieder zurück? Ich komm nicht zurück. Ich mach meinen Job und fertig. Bewegungsmelder? Ja. Ich häng die Kameras auf und check das Material täglich. Und? Hast du den Bären schon mal drauf gehabt? Nein. Ist ziemlich scheu. Aber den Spuren nach zu urteilen, ist es ein ausgewachsenes Männchen. Vielleicht ist es besser, du nimmst das nächste Mal die Bergwacht mit. Sehr witzig. Nein, im Ernst. Können wir dir irgendwie helfen? Ja, gerne, aber ihr habt wirklich schon genug mit mir. Dazu ist mir lieber, als dich jeden Tag aus der Wand retten zu müssen. Also, ja oder ja. Ach, danke. Soll ich dich morgen früh bei deinem Vater abholen? Ich wundere nicht. Ich bin beim Sepp oben. Meine Nummer. Also, bis morgen früh. Warum machst du das alles? Wegen dem Bären. Ah, schön, dass du endlich da bist. Komm, das muss alles noch rauf, Andreas. Danke. Es wird wunderschön da. Und die Dämmschutzplatten, alles Brandschutzklasse A. Schwer entflammbar. Da kann nichts mehr passieren. Ja, und keine Fritteusen mehr. Also, ich geh's Auto ausleihen. Sag, hast du vielleicht morgen ein bisschen Zeit? Morgen ist schlecht. Vater, sei mir nicht böse. Ich muss der Bärenexpertin ein bisschen helfen. Weißt du nicht, wer das ist? Keine Ahnung. Die Susanne Tiefenseer. Die Susanne? Ja. Hätte man nicht gedacht, dass die nachher mit daherkommt. Wieso? Das ist eine alte Geschichte, schon fast nicht mehr wahr. Gut. Also, brauchst du jetzt Hilfe, ja oder nein? Ja. Nimmst du schon mal den Korb? Merci. Ich weiß, plötzlich sieht man überall bloß noch Erinnerungen. Ja. Ich kenne das. Magst du Feierabendbier? Ich glaube,
Jedes Mal, wenn ich im Haus stehe, habe ich das Gefühl, die Tür geht auf und Sarah kommt rein. Bei mir mit dem Stefan hat es auch lange gedauert, bis mir klar war, dass der nie mehr wiederkommt. Nie mehr. Hier wird versucht, ihre Nummer aus dem Handy zu löschen. Aber irgendwie... Irgendwie habe ich es nicht geschafft. Klingelt. Ja, ich weiß. Das ist, als ob man den letzten Faden abschneidet. Ja, ganz genau. Ganz genau. Ich glaube, ich habe noch gar nicht richtig begriffen, was da überhaupt passiert ist. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Also, ich meine, bleibst du in der Ramsau? Bist jetzt schon die Dritte, die mich das fragt. Entschuldigung. Nein, nein, schon okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Musst ja auch nicht. Weiter, ne? Hallo? 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 Hier ist der Anrufbeantworter von Susanne Tiefenseer. Nachrichten bitte nach dem Signalton. Hi, du hast gerade bei mir angerufen. Es ist kurz nach zwei. Wenn irgendwas ist, dann ruf zurück. Servus. Ich darf das. Die Frage hingegen ist vielmehr, wieso bist du schon so früh auf? Ich üb schon mal fürs Alter. Magst du auch eine Milch? Na, dann was los. Immer musst du rennen. Jetzt frühstück einmal mit deinem Vater. Ich habe wirklich keine Zeit. Ich habe dir Susanne versprochen, ihr zu helfen mit den Bären. Ach, immer hilfst du anderen. Hilf mal mit dir selber. Das mache ich. Nein, das machst du nicht. Du läufst vor dir davon. Seit die Sarah gestorben ist, was hast du für dich getan, um das zu verarbeiten? Nix. Du turnst auf den Berg und rettest Leben. Weißt du was? Vielleicht ist das genau meine Art, damit umzugehen, damit zurechtzukommen, das irgendwie zu verstehen. Aber fremde Leben zu retten, bringt die Sarah nicht zurück. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich kann es mir wünschen. Oder? Susanne! Susanne! Na, was machst du denn da oben so an Krach? Servus, Sepp. So, ich wollte die Susanne abholen. Ist die schon los? Na, wie man es nimmt. Ja, die ist ja gestern am Abend schon los. Gestern Abend schon? Ja. Aha, war mit ihr verabredet. War die in der Zwischenzeit noch mal da? Mal schauen. Dass du so frisch wach bist. Na, warte, der frühe Vogel, ne? Na, die war nicht da. Das sind alles Ihre Sachen? Ja. Weißt du, wo sie hin wollte? Nur noch einen Bären schauen, ne? Hat sie gesagt. Aber die war sonst meistens schon wieder zurück am Abend, wenn es dunkel geworden ist. Naja, das Ding, das kannst du gerade vergessen. Kann ich dein Telefon nochmal benutzen? Ja, Freude. Da ist, bitte. Danke. So. Hier ist der Anrufbeantworter von Susanne Tiefenseer. Nachrichten bitte. So schlecht. Hast du ein Telefonbuch da? Ja, sicherlich. So. Da, bitte. Danke. Willst du ein Glas Buttermilch? Ja, gern.
spreche mit Miriam Lechner. Guten Tag. Andreas Meintaler, Bergwacht am Sau. Grüß Gott, den Josef Tiefensee hätte ich gern gesprochen. In welche Angelegenheit bitte? Privat, es geht um deine Tochter. Einen Moment bitte, ich verbinde. Du weißt was? Ein bisschen komisch war das schon gestern. Wieso? Na ja, komisch halt. Und ihre Pistolen hat sie auch mitgenommen. Die Pistole? Wieso? Ja, grüß Gott, Bergwacht am Sau. Wissen Sie, wo die Susanne ist? Die Susanne? Ja, die ist seit letzter Woche da. Wegen den Bären. Entschuldigung, ich dachte, Sie wüssten das. Nein. Hat sich nicht bei Ihnen gemeldet? Oder beim Christian vielleicht? Nein, ich kann Ihnen nicht helfen, tut mir leid. Falls sich Ihre Tochter noch mal bei Ihnen melden sollte, dann sagen Sie uns bitte Bescheid. Hören Sie zu, ich habe keine Tochter. Wiederhören. Was ist denn mit Susanne? Sie ist zurück. Was will denn die hier? Servus, Sepp. Danke dir. Sehr begrüßt. Ach so, sag mal, welches Auto hat die Susanne eigentlich gefahren? So einen roten Kombi. Wiener Kennzeichen. Roten Kombi mit Wiener Kennzeichen. Gut. Danke, Sepp. Servus. Bitte. Am Riesachbach bei der kleinen Hütte. Alles klar, sind unterwegs. Susanne! Susanne? Bergwacht Ramsauer, grüß Gott. Und ich bin's. Hör zu, sag den anderen Bescheid. Ich glaube, die Susanne ist von den Bären angefallen worden. Ach du Scheiße, sind unterwegs. Gut, und dann bringst du den Bär auch mit. Die sollen Notfallrucksack nicht vergessen. Die ist doch bei dem Kursus in München. Verdammt, okay, gut. Bis später, servus. Okay, ciao. Also, da steht Susannes Auto. So, hier habe ich eine Weste mit Blutspuren gefunden. Da waren die Spuren von den Bären. Ja, na gut, aber normalerweise greift doch ein Bär keine Menschen an, oder? Dann schaust du mal die Weste an. Ach du Scheiße. Ja. Die Susanne hat mich heute Nacht um 2 angerufen. Die konnte nicht reden, aber sie war am Leben. Ja, okay, worauf warten wir? Also, ihr zwei bis hoch zur Brandlalm und wir zwei gehen da runter. Was war jetzt das? Was weiß ich? Ich hab echt keinen Bock, dem Viech hier zu begegnen, ey. Ja. Bisschen was geht schon, oder? Ja, aber lass uns da lang gehen.
Hier so lang. Wir haben von der Susanne immer noch keine Spur. Na. Weiter, komm. Andreas, für Michael. Hört. Wie schaut's bei euch aus? Na, noch keine Spur. Geht sie einfach weiter westlich am Hang entlang. Ober. Verstanden. Ist eine von diesen Videofallen. Tatsächlich. Unten am Parkplatz habe ich auch seine gesehen. Vielleicht hat so einer auch die Susanne gefilmt. Genau. Weißt du, wie man das Material checken kann? Ich glaube, da steckt eine SD-Karte drin. Tja. Lass uns die Karten einsammeln und alles auf den Rechner überspielen. Gute Idee. Andreas, für Toni? Toni, ja. Wo seid ihr? Hier oben am Forstweg, oberhalb vom Riesachbach. Okay, wir kommen zu euch rüber. Servus, Thomas! Super. Grüß euch! Komm mal! Du, hast du die Susanne Tiefensee gesehen? Na, warum? Ist wahrscheinlich der Bär angefallen. Wir haben eine total zerrissene Weste gefunden. Was, echt? Wo waren das? Gar nicht weit weg von da, oben beim Wasserfall. Oh, Scheiße. Der ist verletzt. Ganz ruhig. Nicht bewegen, gell? Scheiße! Hey! Ho! Hey! Gern abschießen. Der ist verletzt, hast du es nicht gesehen? Das Biest ist doch gemeingefährlich. Bleib da! So ein Depp. Verfluchte Scheiße, mein Knie. Sag mal her. Erzähl, dass er was gehabt hat. War das eine Schusswunde? Ich hab gestern um 9 einen Schuss gehört. Das warst aber nicht zufälligerweise du, oder? Gestern? Gestern, ja. Du hast ja jetzt auch ein Gewehr dabei. Ich bin der Förster hier, verstehst? Ich kann hier rumlaufen, wie ich will. Hast du auf den Bären geschossen, ja oder nein? Nein, hab ich nicht. Und jetzt schleicht's euch. So ein Arschloch. Ja, das kannst du laut sagen. Sag mal, das war doch eine Schusswunde, oder? Ja, klar, eindeutig an der linken Flanke. Das wird auch erklären, warum der Bär die Susanne angegriffen hat. Du meinst, das war der Moosbrunner, hä? Zuzutrauen wäre es ihm, oder? Entschuldigt, dass ich störe, aber hat jemand vielleicht ein Fünkchen Mitleid mit mir? Ja, aber nicht wegen einem Fuß. Langsam. Gott, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Wir haben mal keine Begegnung mit den Bären gehabt. Und der Toni hat einen Kürzel gezogen. Ja, sehr witzig. Das Ding war mindestens 3 Meter hoch, war angeschossen und hat mich fast zerfetzt. So sieht's aus. Oh Gott, die sieht ja schrecklich aus. Ist das ihre? Ja, die gehört der Frau Tiefenseher. Ich fürchte, die ist wirklich von den Bären angefallen worden. Wenn das alles ihr Blut ist, dann ist sie wirklich schwer verletzt. Von wem soll es denn sonst sein? Na, vom Bären, der ist auch verletzt, haben Sie gesagt. Können wir das irgendwie überprüfen? Das dauert aber ein bisschen. Bis wann brauchen Sie das denn? Gestern werden wir prüfen. Natürlich. Dann bräuchte ich eine Vergleichsprobe von der Frau Tiefenseher. Ein Haar reicht. Ja, ich kümmere mich drum. Komm. Ja gut, kann man nichts machen. Aber wenn ihr irgendwas Neues wisst, dann sagt's bitte gleich Bescheid, gell? Ja. Servus. Also, die Polizei hat nichts. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, Handyortung beantragen. Mach das. So, hier habe ich Susannes Weste gefunden. Da steht ihr Auto und dort sind wir den Bären begegnet. Also müsste die Susanne irgendwo in dem Gebiet liegen. Ganz genau, zwischen der Hütte und der Brandlalm. Hoffentlich liegt die da nicht überall. Aber ganz im Ernst. So wie die Weste ausgeschaut hat. Und der verletzte Bär. Da können wir froh sein, wenn wir sie in einem Stück finden. Na.
Ich habe um ungefähr 21 Uhr den Schuss gehört. Und morgens um 2 hat es mich angerufen. Also. Mhm. Michael, fliegst du den ganzen Sektor nochmal ab? Okay. Und was ist jetzt mit den Bären? Ich meine, der Thomas ist zwar ein Depp, aber wo er recht hat, hat er recht. Wenn das Tier verletzt ist, dann ist er gemeingefährlich. Wir müssen eine Warnung an die Touristeninformationen rausgeben. Stimmt. Und die Hotels müssen wir informieren. Machst du das? Freilich. Dann besorge ich eine Probe für den Gentest. Und vielleicht gibt es auch eine Karte, auf der die ganzen Kamerapositionen verzeichnet sind. Auf geht's. Was ist denn das? So, da bist du jetzt vollkommen verrückt geworden. Was hast du denn jetzt schon gesagt? Was sind unsere Gäste denn? Wisst du, dass die alle wieder nach Hause fahren? Wieso sollen die nach Hause fahren? Hm? Wir informieren doch einfach nur. Wir informieren einfach nur. Soll ich dir mal was sagen? Wenn ich mit meiner Frau und meinen Kindern zum Wandern herkomme und lese dann, dass da ein Riesenbär herumrennt, da fahre ich doch sofort wieder nach Hause. Papa, ein Bär tut normalerweise gar nichts, ja? Und das wissen die Leute auch. Aber der Bär hier, der ist verletzt. Da müssen wir unsere Gäste informieren. Weißt du was? Häng doch deinen Zettel in euren Infokasten oder sonst wohin, aber nicht in mein Hotel. Verstanden? Ist der wieder gut drauf? Servus, Sepp. Na, du schon wieder. Ich muss mal hoch zur Susanne aufs Zimmer. Geht das? Na, eigentlich nicht. Ich kann da nicht jeden eine lassen. Naja, weil du es bist. Das geht ganz schnell. Ich brauche bloß einen Kamm oder irgendwie sowas. Was für einen Kamm? Für was denn? Für eine Genanalyse. Und dafür brauchst du einen Kamm? Ja, nicht direkt einen Kamm, aber ein Haar aus dem Kamm. Für einen Gentest. Ja, das ist aber kein Kamm. Danke. Da seid ihr versteckt. Aus. Also ich bin jetzt einmal komplett rum. Keine Spur. Okay, gib den anderen Bescheid. Wir treffen uns in einer halben Stunde bei Susannes Auto. Ich fahre mal kurz vorher bei Tiefensee jetzt vorbei. Verdammt, was willst du da? Ich glaube, der Christian hat sich gestern mit der Susanne getroffen. Vielleicht kann der uns weiter. Alles klar, Ober. Ober. Servus, Sepp. Danke dir. Bitte. Gut. Grüß Gott. Andreas Marthaler von der Bergwacht Ramsau. Ist der Christian Tiefensee zu sprechen? Der ist gerade in einer Telefonkonferenz. Sagen Sie ihm bitte Bescheid, es ist dringend, es geht um seine Schwester. Ich fürchte, das geht gerade nicht. Vielleicht machen wir besser einen Termin. Ich warte. Das könnte aber dauern. Ist okay. Okay. Andreas, grüß dich. Servus, Christian. Was kann ich für dich tun? Du hast doch gestern Abend deine Schwester getroffen. Wie kommst du denn da drauf? Das stand in ihrem Kalender. Na, ich habe Susanne gestern nicht getroffen. Ich habe meine Schwester seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Du solltest wissen, sie ist hier nicht mehr willkommen. Mein Vater hat sie damals rausgeschmissen und glaub mir, er hat seine Gründe dafür gehabt. Verstehe. Hör zu, ich mag mir gerne in eure Familienangelegenheiten einmischen, aber deine Schwester ist in Gefahr. Und falls du sie doch getroffen haben sollst, müsste ich wissen, wann und wo und vor allem, wo sie danach hin wollt. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Komm noch kurz rein. Entschuldige, aber das alles ist nicht ganz so einfach. Ich habe Susanne gestern getroffen. Sie hat mich vor 2 Wochen angerufen, als sie in ihrem Sau gekommen ist. Das ist alles ein bisschen komplizierter, als du vielleicht denkst. Sie war schwanger, damals, mit 16. Mein Vater ist ausgerastet, ist halt ziemlich konservativ. Und das Kind? Abgetrieben.
Ich habe ihr noch helfen wollen, das vor den Eltern zu verheimlichen. Das war echt die Hölle. Mein Vater hat sie aus dem Internat geschickt und weg war sie. Und nachher ist sie gar nicht mehr zurückgekommen. Seitdem haben wir nur ab und zu heimlich Kontakt gehabt. Sie ist ja immerhin meine Schwester. Aber wenn der Alte das rausbekommt... Keine Sorge. Hier geht's bloß um die Susanne. Jetzt sag mal, wann habt ihr euch gestern Abend getroffen? Das ist meine... So ungefähr... Bis kurz vor 8 war das. Ja, ich habe um 8 ein Geschäftsessen gehabt. Sie hat ihre ganzen Sachen dabei gehabt. Wir wollten noch mal was wegen der Kameras schauen. Und wo? Am Riesachbach, glaube ich. Am Riesachbach? Ja. Da habe ich ihre Weste gefunden. Ihre Weste? Deine Schwester ist wahrscheinlich von einem Bären angefallen worden. Ach du Scheiße. Und? Habt ihr irgendwelche Spuren? Na, noch nichts. Wir werten gerade ihre Videofallen aus. Vielleicht kriegen wir darüber einen Hinweis. Christian? Kann ich euch helfen? Soll ich mitkommen? Danke. Danke. Sie sind der Marcel Andreas, habe ich recht? Richtig, Herr Tiefenseher. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Wir müssen leider davon ausgehen, dass Ihre Tochter von einem Bären angefallen wurde. Ja, dann wollen wir mal das Beste hoffen. Wiedersehen, Marcel. Bitte schon. Ich habe die Vergleichsprobe von der Frau Tiefenseher. Moment. Wie lange dauert es mit dem Ergebnis? Wenn ich mir jetzt den ganzen Feierabend um die Ohren schlage, morgen früh. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne Sie machen würde. Ach, ich wüsste schon, was ich ohne Sie machen würde. Ins Kino gehen, Freunde treffen, Spaß haben. Okay, Sie haben ein Gut bei mir. Aha, und was? Weiß nicht, vielleicht Ihren Zaun streichen oder das Auto waschen. Oder ich lade Sie mal zum Essen ein. Ich nehme den Zaun. Also, hier sind die Kamerapositionen eingezeichnet. Tobias, du übernimmst den nördlichen Teil. Michael, du kümmerst dich um das östliche Gebiet und ich übernehme den Rest. Vielleicht bringen uns die SD-Karten weiter. Auf geht's. Let's go. Bei dir aus? Also mit 3 Chipkarten. Aber langsam wird es echt dunkel, du. Okay, dann lass uns abbrechen. Verstanden, bis gleich. Tobias für Andreas? Tobias hört? Abbruch. Ich hoffe, wir finden Susanne mit Hilfe der Videos. Alles da. Ich denke, wir haben erstmal genug Material. Sag mal, wer soll sich das eigentlich alles anschauen? Ich hab da so eine Idee. Over. Du, bei so einem Bären, da musst du wie ich einfach cool bleiben, weißt du? Also da darfst du nicht die Nerven verlieren oder einfach weglaufen. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass der Bär mehr Angst vor mir hatte, als ich eventuell. Hey, ich bin so Wasserball. Danke der Nachfrage, mir geht's gut. Ich habe nur einen doppelten Bänderriss, eine Platzwunde am Hinterkopf und mir brummt der Schädel. Du schaust echt scheiße aus. Mitarbeiter des Monats, bitte sehr. Die originell Gummibärchen. Hör zu. Es gibt Arbeit. Wir haben die SD-Karten aufs Laptop überspielt. Schaust du mal, ob du damit was anfangen kannst. Sicher. Okay. Mhm. Ja, verstehe, die Zeit springt jedes Mal um. Boah, das ist ja ewig viel Material. Das ist die Kamera in der Nähe vom Parkplatz. Spul mal vor bis 8.30 Uhr, bis heute Morgen Abend. Okay, Moment. Da ist Susanne. Sie steigt aus und verschwindet im Wald. Weiter. Und? Hast du nichts versäumt? Da? Die Patronenhülse, die habe ich oben am Riesachbach gefunden, wo auch die Weste von der Susanne gelegen ist. Die liegt bei 45. Damit kannst du einen Bären umlegen. Die riecht sogar noch ein bisschen. Gewehr oder Pistole? Pistole. Ja?
Der Sepp hat erzählt, dass die Susanne eine Pistole mitgenommen hat. Meinst du, auf den Bären geschossen? Wirklich? Der Thomas war es jedenfalls nicht, sagt er zumindest. Und warum sollte die Susanne auf den Bären schießen? Die kennt sich doch aus mit den Viechern. Naja, vielleicht ist von ihm überrascht worden. Ja. Also, ich habe jetzt bis zum nächsten Morgen vorgespult, keine Spur von Susanne. Aber schaut mal hier, die Clips sind ja alle durchnummeriert, aber bei der Kamera, da fehlt ein Clip. Den hat jemand gelöscht? Ja, oder rauskopiert, je nachdem. Also sind wir immer noch keinen Schritt weiter, oder? Keinen Schritt. Okay, also, wir treffen uns morgen um 6 in der Zentrale und sammeln die restlichen Karten ein. Alles klar. Ich meine, was ist jetzt mit mir? Du checkst das Material, sowas. Herzlichen Glückwunsch. Das nächste Mal könnt ihr mir ruhig ein Eis mitbringen. Um nochmal auf den Bären zurückzukommen, der hat wirklich Schiss. Hallo? Hallo! Na, sauber. Entschuldigung, wann kommt Toni wieder raus? Jetzt kannst du wieder zu deiner Mutter. Bitteschön. Morgen wahrscheinlich. Aber sie können ihn nicht gleich wieder den Berg hochjagen. Nein, keine Sorge. Ich dachte, vielleicht wäre es besser für Toni, wenn er noch einen Tag länger hier bleiben würde. Zur Sicherheit. Aha, das sind ja ganz neue Töne. Spüren Sie plötzlich so etwas wie Verantwortungsgefühl für Ihre Mitarbeiter? Klingt beeindruckt. Sehr. Gut, dann schaue ich morgen früh noch mal vorbei und kümmere mich um meinen Mitarbeiter. Mhm. Gut, danke. Fleißig. Hallo. Ah, dass du dich auch einmal blicken lässt. Schau, bitte. Schau, kannst du es da gleich anschrauben. Okay, wäre schon ein bisschen früher da gewesen, aber wir haben einen Einsatz gehabt. Die Susanne ist verschwunden. Die Susanne Tiefenseher. Schau. Was? Die Susanne ist da? Ja, seit ein paar Tagen schon. Die hat sich auch rückmal bei mir melden können. Wir waren immerhin früher echt gut befreundet. Hat dir das nicht sehr einfach gehabt damals? Das ist nicht so einfach, die war schwanger. Was? Ich habe gar nicht gewusst, dass die schwanger war. Die ist auch streng geheim gehalten worden. Ich hab's auch nur durch Zufall erfahren. Ihr Vater, der Josef, ist doch Vorstand in sämtlichen Heimatvereinen von hier bis Italien. Und erzkatholisch. Wie der erfahren hat, dass seine Tochter schwanger war, als wird in eine Welt zusammengebrochen. Und danach noch die Abtreibung. Das ist nicht mehr meine Tochter, hat er gesagt. Ja, das sagt er heute auch noch. Von wem war sie eigentlich schwanger? Gib mir eine. Die war damals mit dem Robert Moser zusammen. Mit dem Robert Moser? Von der Schliegeralm? Ja. Der war ziemlich fesch früher. Die Susanne war total verknallt in den. Den hat der alte Tiefenseher auch gleich vom Hof gejagt. Ja, der alte Tiefenseher ist ganz sympathischer. Brauchst du noch was? Ich mach jetzt Schluss. Wir sehen uns morgen. Die verlangen 70 Euro fürs Apartment pro Nacht. Magst du auch noch was essen? Ja, Spatzel, du kriegst auch gleich was. Das ist noch nicht mal teuer. Ich hol schon. Na, danke. Zimmer, Küche, Bad, WC, 70 Euro. Hanna, Lukas! Also mein Haus ist billiger. Hast du eigentlich vor, auf immer und ewig in dem Camper zu bleiben? Nein. Nein, aber da musst du dir überlegen, wie es weitergehen soll. Warte, mach mal keinen Stress. Nein, ich sag Ihnen nur. Kommt sie jetzt endlich? Außerdem, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich bleibe in der Ramsau. Im Camper? Warte. Nein, aber wo dann? In der Wohnung. Klein, groß, mittel, ich weiß es nicht. Muss los. Und weg ist er. Morgen.
Ich möchte nicht. Okay. Jetzt, bist du also da? Morgen. Morgen. Um 6 war noch warm. Danke. Was gibt's Neues von Toni? Der Toni hat viereckige Augen, ansonsten hat er gar nichts. Aha. Gut, dann lasst uns mal dafür sorgen, dass die nicht wieder rund werden. Und fangt's an, die restlichen SD-Karten südlich vom Fluss einzusammeln. Ich komme dann später nach. Wo willst du hin? Ich fahre mal rauf zur Glocknerhütte. In Susannes Zimmer lag eine Festplatte. Vielleicht ist da eine fehlende Clip mit drauf. Was meinst du? Warte mal, oder? Bisschen kalt, der Kaffee, gell? Ah. Sepp? Na, du schon wieder. Willst du ein Häferl Kaffee? Na, danke. Du, ich muss noch mal kurz hoch auf Susannes Zimmer. Gib's zu, du brauchst einen Kamm. Komm rein. Was? Das Sakrament, da hat irgendwer herumgefummelt. Na, zum Glück. Geklaut ist wenigstens nichts. Scheiße. Was? Ist jetzt da irgendwas geklaut? Ja. Ja, und was in Gottes Namen? Festplatte und ein Tagebuch. Was? Ein Tagebuch? Ja. Wer macht denn sowas? Ja, wie ich das wüsste. Ich glaube, langsam, da geht's an was ganz anderes. Wer will das wissen? Andreas Marthaler, Bergwacht Ramsau. Ja und? Wir suchen eine vermisste Person. Sucht sie bei mir, das ist klar. Wir suchen die Susanne Tiefenseher. Die Susanne? Ja. Ist die zurück? Seit ein paar Tagen. Sie haben sie nicht zufälligerweise gesehen, oder? Stimmt nicht. Sie hat sich auch nicht bei Ihnen gemeldet? Na, und selbst wenn, mit der bin ich fertig. Die braucht sich nicht mehr melden bei mir. Wieso? Ich meine, was ist denn damals eigentlich vorgefallen? Wisst ihr auch gern. Was soll das heißen? Ja, was soll das heißen? Was ich sag, soll das heißen? Wir waren ja damals dann zusammen und die. Von einem Tag auf den anderen ist sie weg. Der Alte schmeißt mich vom Hof. Ich hab nie mehr ein Wort von ihr. Bis heute. Da bleiben noch ein paar Fragen offen, oder? Wussten sie eigentlich, dass sie schwanger war? Von mir ganz gewiss nicht, wenn du das meinst. Und jetzt schleich dich. Von wem war sie dann schwanger? Ich weiß es nicht, das ist mir auch egal. Verschwind! Ich dachte, die Susanne war ihre ganz, ganz große Liebe. Haben Sie eigentlich einen Waffenschein für das Gewehr? Na. Die Susanne ist wegen den Bären hier. Und sie ist seit 2 Tagen verschwunden. Und irgendjemand hat an demselben Abend auf den Bären geschossen. Und ich will rausfinden, wer verdammt nochmal auf den Bären geschossen hat. Ja, ihn nicht! Haben Sie eine Pistole auch? Ja, sicher. Eine ganze Sammlung. Die Hütte ist randvoll mit Waffen. Dankeschön. Und wie schaut's aus? Wir müssen eine Kamera sein, aber also ich sehe nichts. Ja, vielleicht war der Andreas gestern schon da, oder? Andreas, wer Tobias? Andreas hört. Wir sind am Kreuz von der Bachlalm. Da ist eine Kamera eingezeichnet, aber ich finde nichts. Hast du die gestern gesehen? Negativ. So weit oben war ich nicht. Das ist doch komisch, oder? Habt ihr die anderen gefunden? Ja, ja. Es fehlt eben gerade die eine. Okay, dann nehmt die Dinger mit. Wir treffen uns beim Toni. Over. Alles klar, over. Tobias! Ja? Geh mal her. Da war die Kamera. Ja, die hat einfach jemand abgerissen, oder? Schau dir das an. Das fachmännisch. Auf jeden Fall hat es sehr eilig gehabt, das sag ich dir. Da, schau mal. Das ist ein Geländeprofil. Vor 3 Tagen hat es gekriegt, oder? Ja. Älter ist das nicht. Ja. Jetzt bringen wir es mit den Karten am Toni. Andreas ist schon unterwegs.
Hast du das gehört? Ja. Und wie hat sich das angehört? Nicht so gut. Was ist das? Da ist ein Moosbrunner sehr alt hinter uns. Schau mal. Da schau her. Thomas! Jetzt! Sei ruhig! Du, eins sag ich dir, wenn du auf den Bären schießt, dann geh ich sofort zur Polizei. Das ist mir vollkommen egal, ob du das als Notwehr siehst. Ja, da bist du ein Jagdschein los und dein Job auch. Hast du das kapiert? Mensch, lass mich doch endlich in Ruhe. Du, jetzt pass mal genau auf. Wir suchen hier seit 2 Tagen nach der Susanne. Da geht's aber Menschen hin. Verstehst du das? Oder verstehe ich keinen Spaß? Also, wenn du mir irgendwas verheimlichst, du, dann mache ich dich fertig. Hm? Moosbrunner, wir haben gerade deine Autoreifen angeschaut. Und wenn du mich fragst, haben wir die Spuren von deinem Auto oben an der Bachelalm gesehen. Hast du die Kamera da oben abmontiert? Ja, ich hab Scheiß gebaut, okay? Was für ein Scheiß? An dem Abend, als die Susanne verschwunden ist, da habe ich auf den Bären geschossen. Ich habe ihn aber nicht richtig erwischt. Aber du hast geschossen? Ja. Ich hätte 5.000 auf die Hand gekriegt für den Abschuss, da bin ich halt los. Und dann hat's plötzlich geheißen, der Bär hätte die Susanne angegriffen. Da habe ich mir dann nur gedacht, Scheiße, ich muss den finden, bevor da noch jemandem was zuleide tut. Und wer zahlt 5.000 Euro für einen toten Bären? Der Christian. Tiefenseher. Der Christian Tiefenseher. Ja. Er hat gemeint, wenn der Bär weg ist, dann ist die Susanne auch bald wieder weg. Die zwei, die stehen ja am Kriegsfuß miteinander. Und die Kamera? Ich hab geschossen, der Bär ist abgehaut und dann hab ich die scheiß Kamera gesehen und dass die auch noch alles gefilmt hat. Ich hab gewusst, dass ich einen riesen Ärger krieg, wenn die Sache aufkommt. Da hab ich's halt mitgenommen. Und wo hast du jetzt? Naja, im Auto. Komm. Auf geht's. Scheiße. Da. Und? Hast du das Material schon angeschaut? Ja, ich kenne mich mit dem Kram ja nicht aus. Ihr verpfeift mich eh nicht, oder? Schauen wir mal. Sagen Sie, was veranstalten Sie hier eigentlich? Heute früh stand die Polizei bei mir im Vorzimmer und hat Fragen gestellt. Und was wollen Sie jetzt von mir? Ich gebe Ihnen einen Rat. Hängen Sie die Sache nicht an die große Glocke. Die Susanne hat der Familie schon genug Ärger gemacht. Sind Sie jetzt extra deswegen hierher gekommen, um mir das zu sagen? Dann sage ich Ihnen jetzt auch mal was. Die Susanne wird seit 2 Tagen vermisst. Und wenn ich so die ganz große Glocke hängen muss, um sie zu finden, dann werde ich das tun. Verstehen Sie? Sie haben ja keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja? Ich habe keine Ahnung. Irgendjemand hat mir erzählt, dass Sie ein gläubiger Mensch sind. Ist das Ihre Vorstellung von Nächstenliebe? Nächstenliebe? Ich weiß, was Nächstenliebe ist. Sie wissen ja nicht, was für einen Schmutz die Susanne in die Welt gesetzt hat. Schmutz? Ihre Tochter war schwanger. Schwanger, wenn es nur das wäre. Was war es noch? Ich werde den Teufel tun, die alten Geschichten wieder aufzuwärmen. Ich gebe Ihnen nur einen guten Rat. Tun Sie es auch nicht. Sonst kriegen Sie es mit mir zu tun. So wie der Robert, oder?
Magst du einen Kaffee? Oh, danke. Na, was sagst du? Ist das recht gemütlich, oder? Naja, gemütlich vielleicht nicht, aber hell wird's. Das gefällt mir. Gemütlich wird's auch noch, wirst sehen. Hast du dich jetzt eigentlich schon mal um die Buchungen gekümmert? Jetzt muss ich sagen, fertig werden. Ja, aber man kann die Wohnung doch schon mal anbieten. Es dauert ja dann eh, bis jemand reserviert. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man das macht. Um diese Sachen hat sich immer die Maria gekümmert. Am liebsten wäre mir Dauermieter. Brauche ich mich um nichts mehr kümmern. Ausfertig. Alles klar bei dir? Ja, endlich mal ferngucken, solange ich will. Du könntest mich ganz kurz mal an den Fuß kratzen da. Sag mal, ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Ja. Der Hase hier, ich habe ihn Puschel genannt, der kommt immer von links ins Bild. Ist doch komisch, oder? Sonst noch was? Du meinst außer Puschel? Ja. Naja, eine heiße Sexszene hätte ich noch zu bieten. Was? Eine Sexszene? Der fehlende Clip von gestern Abend. Ich dachte, der ist gelöscht. Gelöscht, ja, aber nicht überschrieben. Ich habe sie wieder hergestellt. Schau, das ist die Kamera in der Sturmleiche. Das ist der Christian. Krass, oder? Ich dachte, ich spinne. Aber wer ist jetzt diese blonde Schönheit? Das ist die Miriam Lechner. Du kannst doch jede, kann das sein? Die arbeitet bei Tiefenseher im Sekretariat. Du kommst genau richtig. Schau mal, was ich gefunden habe. Hm. Schau mal, was wir gefunden haben. Der Moosbrunner hat die Kamera abgerissen. Er hat nämlich doch auf den Bären geschossen und dann Angst gehabt, dass er auflegt. Und jetzt rat mal, wer ihn dafür bezahlt hat. Der Christian. Genau. Zeig mal her. Moment. Ich spule mal ein Stück zurück. Es ist 10.25 Uhr. Das kann es nicht gewesen sein. Wieso? Weil ich den Schuss um kurz vor neun gehört habe. Sicher? Ja. Vielleicht gab es zwei Schüsse. Stopp, warte mal. Was? So. Der Christian und die Susanne. Das glaube ich ja wohl nicht. Schade, dass die Dinger keinen Ton haben. 8.45 Uhr. Schau, mir hat er erzählt, dass er Geschäftsessen hat. Nee, und eine Viertelstunde später fährt der Schuss. Ich knöpfe mir den nochmal vor. Ja, Toni, dem geht's so richtig, Erik. Was hat denn das zu bedeuten? Killerbär, so ein Schmale. Was ist das wahr? Hat diese Viech jetzt tatsächlich ausgerechnet unsere Bärenexpertin angefallen? Wirklich, wir wissen es nicht genau. Ja, wir wissen es nicht genau, das ist ja großartig. Was soll ich jetzt diesen Zeitungsfuzis erzählen? Seit zwei Tagen klingelt bei mir ständig das Telefon, jeder will ein Interview mit diesem Bärenbürgermeister. Psst. Klingt doch nett. Soll ich mal was sagen? Das ist nicht nett. Das ist eine Katastrophe. Wer soll denn noch zu uns kommen, wenn da ein wilder Bär rumrennt? Entschuldigung, aber im Moment haben wir andere Sorgen. Aber ich nicht! Wenn das ins Fernsehen kommt, dann ist hier Feierabend. Da kommt niemand mehr, dann ist aus, dann ist Ende. Ihr findet mir jetzt diese verdammte Expertin. Ich knall dieses Drecksvieh eigenhändig ab. Okay, jetzt weiß Bescheid. Ich habe eine schwere Kindheit hinter mir. Herr Machala, die Laborergebnisse sind da. Und? Positiv. Wie positiv? Na, positiv eben. Es ist ihr Blut. Ja, oder genauer gesagt, es ist das Blut von der Person, deren Haar in der Bürste von der Frau Tiefenseher war. Zufrieden? Na. Das heißt, Irrtum ist ausgeschlossen. Irrtum ist nie ausgeschlossen. Sie können gern eine Gegenprobe machen. Ja. Ja, was denn? Damit hatten Sie doch gerechnet, oder nicht? Na, ich würde das Blut jetzt nicht überbewerten. Wieso? Ja, wenn wir hier ein Unfallopfer mit starkem Blutverlust haben, dann bluten die durch ihre Kleidung durch, also von innen nach außen. Hier ist das ganze Blut nur außen. Das heißt, irgendjemand hat das Blut da drauf geschmiert. Genau das. Christian da? Der hat einen Termin.
Ist der Christian zu sprechen? Nein, der ist auf dem Auswärtstermin. Können Sie ihn irgendwo erreichen? Kannst du mal versuchen. Was wollen Sie denn noch? Ich bin immer noch auf der Suche nach Ihrer Tochter, falls das recht ist. Hier ist sie bestimmt nicht. Ich erreiche den Herrn Tiefenseher leider nicht. Und was wollen Sie von Christian? Sprechen will ich ihn, sonst nichts. Hören Sie, lassen Sie den Christian da raus. Ich lasse da niemanden raus und schon gleich gar nicht Ihren Pinocchio. Der Christian lügt nicht. Oh doch, der lügt schon. Wir haben ihn doch auf Video. Zusammen mit der Susanne am selben Abend, dass sie verschwunden ist. Mir da erzählt, er hat ein Geschäftsessen gehabt. Hat er eins gehabt? Das wüsste ich. Was waren wir eigentlich los vor 20 Jahren? Wollen Sie für einen Moment in mein Büro kommen? Bitte nehmen Sie Platz. Das war eine schreckliche Geschichte damals. Und Sie können mir glauben, das hat uns alle furchtbar getroffen. Sie haben den Robert vom Hof gejagt, als die Susanne schwanger war. Aber er sagt, er war es nicht. Natürlich war er es, der Lump. Wir haben ihn in die Familie aufgenommen und dann... Ich war heute Morgen bei ihm. Die ganze Geschichte ist 20 Jahre her. Er hat keinen Grund, mich anzulügen. Keinen Grund? Der lügt doch, wenn er das Maul aufmacht. Tiefenseher, ich glaube, Sie begreifen einfach nicht ganz. Ihre Tochter ist in Gefahr. Sie ist mit Sicherheit stark verletzt und wir vermuten, dass sie irgendwo festgehalten wird. Irgendjemand versucht, uns an der Nase rumzuführen. Und es gibt nur einen, der gelogen hat, und das ist ihr Sohn, der Christian. Dann hat die das so hingedreht. Die Susanne war doch schon immer eifersüchtig auf den Christian. Hat immer rebelliert, hat immer versucht, ihn schlecht zu machen. Hat es denn damals auch schon versucht, ihn schlecht zu machen? Ja, das war's doch. Daher kam doch der ganze Streit. Wenn sie gestanden wäre zu dem, was sie getan hätte, dann hätte ich ihr verziehen. Jeder Vater hätte das. Aber sie wollte ja für alles dem Christian die Schuld geben. Und hat behauptet, der Christian hätte sich an ihr vergangen. Der Christian. Und dann? Ja, was und dann? Wir haben versucht, sie zu beruhigen. Aber die hat sich immer mehr in ihre Lügen verstrickt. Sie wollte sogar zur Polizei. Aber dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. Du nimmst das zurück oder du verlässt mein Haus. Ja, so war das. Die ist so ein Dickschädel. Die ist gegangen. Hat sich die ganzen 20 Jahre nicht ein einziges Mal gemeldet. Meine Frau ist schier zerbrochen daran. Okay. Verstehe ich das jetzt richtig? Die Susanne kam zu Ihnen, hat Ihnen erzählt, dass der Christian Sie vergewaltigt hat. Und niemand hat sich die Mühe gemacht, da mal ein bisschen nachzuhaken? Sie haben nichts unternommen, gar nichts unternommen. Aber der Christian ist doch ein anständiger Bub. Der tut doch seiner Schwester nichts. Wo ist ein anständiger Bub jetzt? Bitte gehen Sie jetzt. Sagen Sie, was läuft denn eigentlich zwischen Ihnen und dem Christian? Nichts, wieso? Wissen Sie irgendwas über die Susanne? Ich kenne sie ja nicht mal. Die Susanne hat ein Video. Da sind Sie und der Christian drauf zu sehen, im Wald, beim... Oh Gott. Ja. Das dürfen Sie niemandem zeigen, bitte. Das mit Christian und mir darf auf keinen Fall herauskommen. Der Christian möchte seine Frau verlassen. Aber im Moment ist das unmöglich. Sie hat ja das ganze Geld. Ohne sie wäre die Firma praktisch pleite. Das wäre eine Katastrophe. Bitte. Dankeschön. Der Nordhang ist halt vom Heli schwer einsehbar. Da war mit Andreas überall. Bist du den kompletten Bach abgeflogen? Ja, sicher. Und? Was hat er gesagt? Der war nicht da. Aber ich habe mit dem Vater gesprochen, auch mit dieser Miriam. Ich habe das Gefühl, der Christian hält die Susanne irgendwo fest. Wie kommst du da drauf? Da gibt es eine ganz üble Geschichte. Der Christian hat die Susanne wahrscheinlich missbraucht, als sie 16 war. Was? Ja. Und vielleicht wollte sie ihn jetzt erpressen mit diesen Aufnahmen, damit es endlich zugibt. Was, der hat seine eigene Schwester missbraucht? Oh, Scheiße.
Also, wir weiten den Suchradius aus. 20 Kilometer. Zu dritt? Zu dritt, ja. Gib zur Polizei Bescheid, nimm den Hubschrauber und dann sucht ihr nach Christians Auto. Okay, 20 Kilometer. Was machst du? Ich fahre nochmal zu dem Robert Moser. Du bist der Einzige, der was wissen könnte. Okay. Da hinten gibt es ein kleiner Parkplatz. Nix. Was machst du denn noch da? Sie haben doch damals ein paar Jahre bei den Tiefenseers gelebt, oder? Ja und? Bin ich jetzt verdächtig? Gut so. Niemand verdächtigt Sie. Waren Sie mit dem Christian befreundet? Sowas wie mir hat sich der Christian nicht abgeben. Wieso? Ich glaube, dass der Christian die Susanne irgendwo festhält. Was? Ja. Der Christian, wieso das denn? Weil die Susanne ihn zwingen will, die Wahrheit zu sagen. Was war Wahrheit? Dass sie schwanger war. Von ihm. Der Christian hat sie vergewaltigt. Was? Die Drecksau. Das passt. Das passt. Warum hat sie denn nichts gesagt? Sie hat was gesagt. Sie wollte sogar zur Polizei gehen, aber in der feinen Familie hat ihr niemand geglaubt. Aber zu mir? Warum kann sie nicht zu mir? Wir haben uns geliebt. Sie hat alles für sie gemacht. Vielleicht, wahrscheinlich hat sie sich einfach bloß geschämt. Andreas, der Tobias? Andreas hört. Du, wir haben den Wagen. Der steht an dem Schotterweg da Richtung Vilsmoos. Ist jemand drin? Da, keine Spur. Hier ist nur Wald ringsum. Okay. Das ist eine Höhle. In der Gegend. In der war ich früher oft mit der Susanne. Bis der Christian uns erwischt hat, der Sauhund. Eine Höhle? Die Kartenhöhle? Ja. Kartenhöhle. Tobias für Andreas. Tobias hört. Wir müssen zur Kartenhöhle, Robert. Verstanden. Wir landen und treffen uns da, okay? Ich komm mit. Christian? Hallo? Ja. Willst du mich hier verrecken lassen, du Arschloch? Ich wollte das nicht, es tut mir leid. Es tut dir leid. Es tut dir leid? Du hast doch das Video. Was willst du denn noch von mir? Lass mich gehen! Und dann? Was machst du dann? Ich muss im Krankenhaus, ich verblute hier. Susanne, ich kann das nicht riskieren. Verdammte Scheiße! Ich geh nicht zur Polizei. Ich sag keinem was. Versprochen. Und das soll ich dir glauben? Du hättest uns mein ganzes Leben zerstört mit dem Video. Du hast doch schon vor 20 Jahren mein Leben zerstört. Mensch! Was machen wir denn jetzt? Ganz ruhig bleiben. Das ist dringend. Gut, danke schön. Wir fahren noch kurz zum Krankenhaus vorbei.
Hey, du kannst mich doch nicht hier alleine lassen. Ganz ruhig, ja. Du bist ein guter Bär. Das sehe ich. Da seid ihr ja. Ist alles dabei? Alles dabei, du. Immer ganz anderes Problem. Das sind frische Bärenspur, die führen in Richtung Höhle. Sollen wir Moosbrunner anrufen? Ja, das dauert viel zu lang. Ja, Betäubungsquer. Ja, dann holen wir das, oder? Gut, auf geht's. Alles klar. Servus. Servus. Bis her. Geht's? Auf. Ja. Und hier ist der Bär entlang. Hilfe! Ich bin hier! Mein Bein! Ich glaube, es ist gebrochen. Frau Doktor, bitte. Ich mach das. Hier. Susanne? Susanne, ich halte den Bären in Schach. Okay. Ich bring dich raus, ja? Du kannst dich bewegen. Ich versuch's. Okay, Tobias, beeil dich. Stressig. Sag mal, wäre es nicht eigentlich an der Zeit, dass wir du zueinander sagen? Ein bisschen spät. Jetzt muss ich nach Salzburg gehen. Salzburg? Habe ich abgesagt. Ah,
Und was ist mit Ihnen? Ich bleibe auch hier. Dann sehen wir uns. Soll ich dich mitnehmen? Ich fliege lieber Heli. Was soll ich den Zaun streichen? Komm, es ist höchste Zeit. Beeil dich. Das muss alles heute da noch rauf. Hallo. Hey. Oh, du schaust ja K.O. aus. Ich glaube, ich gehe jetzt erst einmal duschen. Ja, mach das. Du sagst, hast du dich eigentlich schon an der Wohnung umgeschaut? Na, hab ich keine Zeit gehabt. Ne? Ich wüsste nämlich eine. Schöne Lage, gerade neu ausgebaut, nette Nachbarn. Ah, und wo? Na, hier. Da.